Jetzt geht's weiter mit dem 12. Teil des Minecraft EKG Let's Plays. Bäume sind schon wieder gewachsen, das heißt, ich kann die auch wieder bald ernten. Das werde ich eigentlich jetzt auch schon machen. Birkenbaum. Wäre erstmal schön, ob ich vielleicht mal die Minecraft-Sprache auf Englisch stellen kann, weil das ist natürlich auch. Man ja schon früher gewohnt, dass man Minecraft auf Englisch hatte. Dann ist das auch wieder ein bisschen gewohnter, aber im Moment habe ich ja Minecraft immer auf Deutsch gestellt. Und die Axt ist kaputt gegangen. Da habe ich auch wieder ein bisschen Holz gesammelt. Oh, das ist auch gut gewachsen hier alles. Als Abnähern hier. Die Musik deutet auch die Minecraft-eigene Musik. Jetzt erstmal hier wieder Samen anpflanzen. Und jetzt sind meine Samen auch aufgebraucht. Also sind neu angesetzt hier. Auch eine neue Eisenaxt. Natürlich ist wieder Holz. Da habe ich Holz noch. Also eine Eisenaxt. Eine Eisenschaufel will ich haben. Und dann noch ein Eisenschwert. Ne, habe ich ja schon, ne? Hab ich ja schon. Ich habe ja schon ein Eisenschwert. Aber was ich gerade nicht brauche, ist Glowstone hier und den Zucker brauche ich auch nicht. Den Kürbis brauche ich auch nicht und jetzt habe ich auch wieder so 3, 4, 6, 6 an Erz. Hier das Eisen, das Gold rein, hier kommt auch nochmal Gold rein und hier kommt nochmal noch mehr Gold rein. Und jetzt kommt hier mal rein. Da ist auch schon Holzkohle hergestellt worden. Und natürlich hier zwischenlagern. Hier ist jetzt zum großen, zum größten Teil jetzt verfallen. Wo ist die Axt hin? Habe ich die gar nicht aufgenommen? Wenn wir die letzten hier mitnehmen. Axt habe ich ja hier gar nicht. Das muss ich ja schon nochmal neu holen. Habe ich die gar nicht hergestellt, anscheinend die Axt. Ich habe die gar nicht hergestellt. Ach, deswegen. Brot nehmen wir müssen auch mal schon mit. Das restliche Holz. Das Eichen ist in der Eichenwald dran. Hart viel. Ganz viel Eichenholz. Wieder so ein Baum. Da steht noch ein Baum. Dieses Baumlabyrinth muss durcharbeiten. Hier zerfallen auch schon mittlerweile. Da habe ich auch schon den 64-Stack voll und jetzt kann ich hier nochmal die Tannen, die kann man etwas leichter abbauen.
ihm das so wie viele Blätter durchgraben. Und dieser Baum war so gerade hoch wie die Reichweite des Spielers. Der war ein bisschen niedriger. Noch so ein Baum. Also ich werde hier keinen Baummangel mal jemals kriegen hier. Weil hier direkt um diesen Baum haben sie nämlich selber auch natürlicher Wald. Noch irgendwie Holz hier. Ja, da ist noch einer. Und der Baum ist höher als die Spielerreichweite. Muss ich mich da hochbauen. Da wächst da schon das Gras. Da kann ich wieder Setzlinge aufsammeln. Oh, wir haben 64 Setzlinge. Und hier die ganzen Setzlinge und den Apfel mitnehmen. Ganzen Eichenbäume. Aber 37 Tannenholz kann da auch weg hier. Hier sind auch die ganzen Birkensetzlinge rum. 5 Stück kriege ich hier nochmal her. Und die Sonne geht unter. Hier Samen habe ich erhalten. Ah, jetzt ist hier alles schon mal voll platziert. Jetzt kann es nochmal wachsen. Ich kann auch nicht schlafen, aber hier ist ja auch der Bahnhof in meinem Bau. Die Schaltungen hier funktionieren schon, wie man hier sieht. Funktioniert schon und das stellt sich automatisch zurück und man sollte immer in jedem Bahnhof sozusagen halten können. Und das hier zum Beispiel ist ein Bahnhof. Es ist jetzt auch gerade dunkel draußen, das heißt, ich werde erstmal ins Bett gehen und schlafen. Muss immer noch nicht schlafen. Wird ja schon dunkel. Da wird der. Ah, der Mond geht schon auf. Jetzt kann ich auch schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Natürlich logisch, dass er nur nachts schläft. Aber nicht für einen Nachtschichtarbeiter. Was wollte ich denn gerade machen? Ja, ich wollte jetzt. Den Cobblestone noch mitnehmen hier. Obwohl, nein, das brauche ich jetzt mal gar nicht. Ich wollte eigentlich die Schienenstrecke nur erweitern, da brauche ich das Cobblestone ja gar nicht hier. Könnte ich eigentlich sonstige Sachen auch noch wegpacken, die ich nicht brauche. Spinnenaugen brauche ich zum Beispiel nicht. Gunpowder brauche ich auch nicht. Spitzhacke habe ich noch eine. Knochen nehme ich mit. Redstone brauche ich erstmal gar nicht. Brauche ich erstmal gar nicht. Ich muss aber hier erstmal die Schienen dann bald auch legen. Also hier soll eine Schienenstrecke gelegt werden. Die in diese Richtung eine ganze Weile hinführt. Da muss ich ja schon ein bisschen laufen. Aber die Schienenstrecke wird dann doppelt so schnell sein, wie ich jetzt hier. Oder kann dann so doppelt so schnell gemacht werden, wie ich jetzt hier laufe. Ich laufe ja nicht mit 4 Blöcken pro Sekunde. Man kann ja beim Schienen 8 Blöcke pro Sekunde laufen. Aber dieses 4 Blöcke pro Sekunde erinnert mich irgendwie auch an das 4:0 gestern Abend, Deutschland gegen Gibraltar. Das ist irgendwie nicht so gut gewesen, 4:0. Das hätte
Also mein Tipp war ja selber 7 zu 0 für Deutschland. Und auch der Lobos hat 5 zu 0 getippt und das ist auch falsch. Also es hat jeder. Und einer hat sogar 11 zu 0 getippt. Ich weiß gerade nicht wer, aber irgendjemand hat auch 11 zu 0 getippt. Das ist natürlich auch daneben getippt dieses Mal. 11 zu 0, das ist ja 7 Tore mehr, als sie gemacht haben. Weil irgendwie so viele Torchancen wurden nicht verwertet. Und heute und morgen sind ja auch noch die ganzen Länderspiele, und deswegen findet ja auch keine Bundesliga statt. Diese Woche ist keine Bundesliga. Da hinten brennt es noch immer. Und da wollte ich ja gerade mich unter dem Lavasee durchgraben. Direkt unterm Lavasee graben. Und nach dem Lavasee dann sozusagen drüber gehen, damit der Lavasee nicht verschwindet. Optional könnte ich die später auch eine Art Bahnhof hinbauen, damit ich dann sozusagen immer beim Lavasee auch aussteigen kann. Der ist ja hier direkt drüber. Dann muss ich natürlich mich hier noch tiefer reingraben. Also diese 3 mal 3 soll das ja grundsätzlich immer breit sein, diese Höhle. Da, wo die Schienen gelegt werden. Mal gucken, ob ich nach so circa 10 Blöcken mal hochlegen kann. Schauen mal, ob hier noch ein bisschen mehr Lava kommt. Da hinten brennt nämlich auch. Da ist noch ein Lavasee. Aber ich möchte auch wissen, dass die Strecke auch wieder oberirdisch lang geht. Und Lava könnte ich ja, wie gesagt, einen optionalen Bahnhof hinzubauen. Und sozusagen als Lavasee sozusagen da, wo ich die Lava mal rausschöpfen kann. Und es führt ja hier, wie gesagt, unterhalb des Lavasees. Soll jetzt auch hier wiederum nach oben gehen. Natürlich müssen ja auch ein paar Fackeln. Da ist schon wieder die Oberfläche. Die Schaufel ist kaputt gegangen. Also irgendwie stören diese Blöcke auch. Trotzdem weg haben. Natürlich, dieser Baum soll ja nicht einfach so frei schweben. Sieht unnatürlich aus. Den baue ich dann erstmal ab. Und da soll die Schienenstrecke sozusagen hier rauskommen. Ob die Schiene wieder hier noch oberirdisch. Geht hier weiter, hier sind auch wieder Bäume und ein Wolf. Oh, der hat direkt nur einen Knochen gebraucht. Da ist noch ein Wolf. Auch nur ein Knochen. Die sollen erstmal beide hierher kommen. Zack, da setzt sich erstmal die Wölfe hin. Die 300, die ich habe, habe ich jetzt hier hingesetzt. Jetzt bin ich ja hier. Da müssen natürlich alle Bäume hier auf dem Weg weggemacht werden. Jetzt soll ich eine Art kleine Schneise reinroden. Wieder hochbauen. Und dieser Baum muss auch weg. Also ich habe natürlich eine Webslänge, dass ich die Fichte bzw. Friedrich auch wieder ein.
dann noch ein paar andere Samen nochmal holen. Da kriege ich noch ein paar Samen. Oh, sind aber viele Lavaseen hier. Vielleicht kriege ich nochmal ein Zuckerrohr. Und natürlich hier rum ist Gold. Die ganzen Gold abbauen hier. Oberflächliches Gold. Wer macht denn schon solche Let's Plays, wo dann ganz viele Eisen und Gold vorkommen sind? Das ist einfach ein Projekt, weil ich einfach eine sehr lange Schienenstrecke machen möchte. Und deswegen sind das so viele Eisen und Gold vorkommen, weil man nämlich ja das alles braucht. Man könnte sozusagen pro Gold-Erzblock abgebaut, könnte man eine Boosterschiene herstellen. Also man baut 6 Goldbarren, dann kann man auch 6 Boosterschienen herstellen. Bei 5 kann man noch keine herstellen. Das ist sozusagen. Aber man könnte die Proportion sozusagen 1:1 sagen. Proportion 1:1, wenn man 6 hat und so. Wenn die Zahl aufgeht, sonst würde das ja oder ein bisschen weniger bedeuten als die Anzahl Goldbarren. Ich könnte hier eigentlich schon mal anfangen, hier die Strecke zurückzubauen. Zack, schon mal hier anfangen. Jedes auf 3 Blöcke soll es nicht verbreitert werden, die Strecke. Damit ich nämlich auf beiden Seiten sozusagen die Schienen legen kann. 3 Blöcke breit. In der Mitte kommen immer Fackeln hin. Wenn ich beim Sprinten, dann geht die Hungerleiste ein bisschen schneller zurück. Das sind ja 2,5 Punkte, das heißt, wir ein Brot essen. Hier wird die Schienenstrecke wohl lang führen, also. Aber ich will ja natürlich die Strecke dann so lange legen, dass ich dann eine Wüste gefunden habe. Ja. Bin hier sozusagen in einer Taiga drinne gelandet. Habe ich irgendwie Glas drinne. Da sind 43 Stück Glas drin. Was halt. Könnte ich zum Beispiel hier ein Fenster reinmachen. Ah, da war außen drin eine Fackel. Da ist einfach so ein Glas verschwunden. Das ist irgendwie gesetzt. Wir hier ein bisschen Aussicht machen. Hier haben wir dann eine schöne Aussicht. Schlafen wir kurz rein. Und hier auch noch ein Fenster rein. Auch noch einer hin. Da packe ich keinen hin. Dann wiederum hier. Und hier kommt noch ein Fenster hin. Könnt ihr theoretisch die Produktion erhöhen, indem ich da unten drunter noch eine anders. Und jetzt könnte ich ja direkt hier eigentlich auch einen Zugang hinbauen. Ich habe jetzt noch eigentlich genug Holz dafür, um
dieses hier nochmal einen Block tiefer alles auf Holz bestehen zu lassen. Dann einfach schöner. Also, wie lange nehme ich schon auf? 20 Minuten. Ich mache jetzt noch hier ein bisschen. Das ist einfach ein bisschen Verschönerung. Wenn hier der Stein wegkommt und hier Holz rein ist. Und die beiden Schienen auch wieder hinsetzen. So, das sieht eigentlich noch ein bisschen schöner aus. Und das sieht noch einen Block tiefer. Also, ich habe die unheimlich hier nämlich alles nur aus Holz. Also, hier der Stein weg und dafür Holz. Und dieses Erz hier muss ich wahrscheinlich auch alles rausnehmen. Möchten sie auch nicht mehr haben. Aber ich werde erstmal den Part beenden und das im nächsten Part weitermachen. Daher sage ich, hat euch dieser Part gefallen, dann zeigt ihn, liken, ein Teilen, aber auch favorisieren oder auch gerne abonnieren. Und dann bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao.